Willkommen in meinem Dachstudio. Was sind das nur für Zeiten, in denen wir leben? Eine Krise jagt die andere. Wie soll man da noch den Kopf oben behalten? Wie soll man da noch guter Dinge sein? Keine guten Aussichten. Alles ist zu. Ich sehe schon kommen, die neue Volkskrankheit wird die Verstopfung sein, medizinisch Obstipation genannt. Da sollte man sich rechtzeitig an ein probates Mittel erinnern, an das schon in der Bibel erinnert wird. Da heißt es beim Propheten Jona: Gott, der Herr, aber verschaffte einen Rizinus und errettete ihn von seinem Übel. Na, damit ist es doch klar. Ein bisschen Rizinus bringt alles wieder schnell in Fluss. Ein kleines bisschen Rizinus macht alles wieder flott. Ein bisschen Rizinus und schon ist Schluss mit dem Verschluss. Ein kleines bisschen Rizinus bringt alles schnell ins Lot. Ein kleiner Tropfen löst manchen Pfropfen. Ganz ohne Alkohol fühlt man sich wieder wohl. Ein bisschen Rizinus und aus ist es mit dem Verdruss. Ein kleines bisschen Rizinus und alles ist im Plus. Noch einmal, ein bisschen Rizinus bringt alles wieder schnell in Fluss. Ein kleines bisschen Rizinus macht alles wieder flott. Ein bisschen Rizinus und schon ist Schluss mit dem Verschluss. Ein kleines bisschen Rizinus bringt alles schnell ins Lot. Ein kleiner Tropfen löst manchen Pfropfen. Ganz ohne Alkohol fühlt man sich wieder wohl. Ein bisschen Rizinus und aus ist es mit dem Verdruss. Ein kleines bisschen Rizinus und alles ist im Plus. Leben wir etwa nicht im Zeitalter der generellen Verstopfung? Wenn ich die Verkehrsnachrichten einschalte, dann höre ich minutenlang, wo überall Staus sind. Und nicht nur auf den Straßen staut es sich. Vor der Elbmündung stauen sich die Containerschiffe, was wiederum Auswirkungen auf die Lieferketten hat. Auch da ein Stau am anderen. Vielleicht sollte man es da auch mal mit dem alten Mittel versuchen. Ein bisschen Rizinus bringt alles wieder schnell in Fluss. Ein kleines bisschen Rizinus macht alles wieder flott. Ein bisschen Rizinus und schon ist Schluss mit dem Verschluss. Ein kleines bisschen Rizinus bringt alles schnell ins Lot. Ein kleiner Tropfen löst manchen Fropfen. Ganz ohne Alkohol fühlt man sich wieder wohl. Ein bisschen Rizinus und aus ist es mit dem Verdruss. Ein kleines bisschen Rizinus und alles ist im Plus. Alles ist im Plus. Alles ist im Plus. Sage keiner, das ginge nicht. Wenn alle Autofahrer Rizinus nehmen, dann säßen sie doch nicht am Steuer, sondern irgendwo anders. Und es gäbe keine Staus. Und damit grüße ich alle, die sich daran freuen, wenn sich die Staus auflösen. Und natürlich alle in den Altenheimen. Macht's gut und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!